So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Town. Und man sieht es leider schon, ich bin wieder mal ein Idiot. Und zwar ein ziemlich, ziemlich großer Idiot. Ich habe das Ganze hier, also bis zu diesem Punkt, schon mal, oder wollte es gerade aufnehmen, oder war beim Aufnehmen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich gucke so links auf meinem PC-Bildschirm, die Aufnahme läuft ja gar nicht. Ja, ich bin so blöd. Ich nehme ein Video auf, ohne Aufnahmetaste zu drücken. Das ist schon echt stark. Aber zum Glück haben wir erst zwei Sachen abgeschlossen. Deswegen, es ist noch ein bisschen was zu tun. Jetzt habe ich schon erledigt die ultimativen Sprungfähigkeiten für die 95.000 EP. Das ist eigentlich ganz einfach hier an den Dünen zum Beispiel. Immer Vollgas einfach überall drüber springen, das ist nicht schwer. Und auch bei Sandeimer die Löffelherausforderungen machen. Auch einer erstellen. Die zu fast Paradise endet. Einfach eine Strecke dann festlegen, mitten in die Stadt. Abschließend fertig ist. Ja, nur ich war natürlich wieder mal so blöd. Hab das wieder mal verpeilt. Denn, woran kann das auch liegen? Denn ich nehme jetzt zum ersten Mal mit Lenkrad auf. Mit meinem neuen guten Stück, was hier gerade vor mir steht. Wer es nicht weiß, ich habe mir letztens, also vor einer Woche, ein Lenkrad gegönnt. Das Logitech G920 mit Lenkrad. Also eins für Xbox One und auch gleichzeitig geht es auch am PC. Das war quasi das Debüt des Lenkrads und ich verkacke direkt die Aufnahme. Ja, so muss das, ne? So wird Qualität in Deutschland großgeschrieben. Mache natürlich trotzdem weiter. Ich habe gerade die Meisterschaft abgebrochen. Und warum habe ich das überhaupt nicht mitbekommen? Das ist ganz einfach. Weil mein Bildschirm, der steht, wenn ich jetzt zocke, gucke ich halt natürlich zum Fernseher. Das habt ihr vielleicht in der Roomtour gesehen oder werdet ihr noch sehen, wenn die dann kommt. Also mein Bildschirm ist links neben mir, aber nicht an 90 Grad Winkel. Ich würde eher sagen, so um 120 Grad Winkel hinter mir. Deswegen, ich sehe das nicht. Ich habe gedacht, ja, hier Aufnahme, habe ich gedacht, ja, die läuft halt schön. Ich habe es wieder mal verkackt, ich bin ein Idiot. Ich kann mich gerne dafür in den Kommentaren haten und ein Dislike geben, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ist eher gerechtfertigt. Wir machen aber weiter mit der Meisterschaft. Aber wirklich, wie blöd kann man eigentlich sein? Ich mache in der letzten Zeit so viele Fehler auf YouTube. Das ist übrigens mein wunderschöner Jaguar XJS. Mit Kompressor und mit Allrad. Und ich werde auch heute, oder habe ich auch schon die KI eine Stufe runtergeschraubt, oder zwei. Stimmt, Gera. Denn natürlich bin ich mit Lenkrad noch nicht so gut wie mit Controller. Das dauert halt eine Zeit lang, bis man da an das Niveau rankommt. Weil Horizon ist auch ein Spiel, das wurde halt auch für Controller entwickelt und nicht wirklich, oder eher weniger für Lenkrad. Deswegen hat man das da als Controller-Spieler anfangs deutlich einfacher als Lenkrad-Spieler. Und das wird gerade Tag, das sieht geil aus. Dann kommen jetzt noch drei Rennen und das mit dem Gefahrenschild. Und wieder so ein fucking Idiot. Ich weiß nicht, wie. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Warum ich gerade zur Zeit so viele Fehler mache. Ich meine, das darf auch eigentlich nicht sein. Das darf eigentlich auch nicht passieren. Ich würde auch eigentlich keine Ausreden dafür finden. Es ist halt passiert. Ich kann es nicht ändern. Ich meine, die Elgauder hat zwar eine Funktion Flashback Recording. Dass sie im Hintergrund aufnimmt eigentlich. So nochmal quasi Momente da retten kann. Wenn gerade was Gutes passiert ist, dass man das noch wieder aufnehmen kann. Und das habe ich ausgeschaltet. Deswegen hat er natürlich nichts aufgenommen, ne? Ist jetzt halt da. Ja, ohne Video. Oder von mir auf jeden Fall. Sollte mal schalten, vielleicht. So. Fährt hier mit 540 Grad Lenkwinkel. Wird allen verhelfen wie sonst, nur die KI um zwei runtergeschraubt. Ich merke gerade, ich glaube, um einen runterschrauben sollte reichen. Also vom Profi denn einen runter. Das ist, glaube ich, Experte. Bin jetzt gerade hier auch sehr erfahren. Auf der Stufe habe ich, glaube ich, immer mit Micha gespielt. Da hatten wir jetzt zum Beispiel. Oh Gott. Hallo. Naja, das holen wir doch auf. Ich hätte da mal keine Sorgen. Der Wagen, ne? Der Sound. Geht halt einen dicken V12 unter der Motorhaube vorne. Das ist halt Godlike, ne? Mein V12 in einem alten Wagen, das kann nur gut gehen. Der Innenraum, ne? Wunderschön sieht er aus, finde ich. Für so ein altes Auto vor allen Dingen. Vor allem, ich finde, er sieht älter aus, als er eigentlich ist. Ich meine, der ist von 1990. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so alt. Ich finde, er sieht viel älter aus. Das macht es irgendwie cool. So, knapp die Hälfte rum. Oh, die Sonne spiegelt sich so schön. Der Wagen fährt sich so schön, vor allen Dingen auch. Eine Driftanlage hier. Ganz einfach. Nicht.
habe mich meistens dabei eher gedreht. Hat auch diesmal auch mal geklappt. Ich bin mir da gerade auch nicht wirklich gut, muss ich sagen. Fehlt auf jeden Fall noch viel, viel Übung. Aber es wird noch. Ist mir auch hauptsächlich für Forza 7 gekauft. Ja, ich bin der Profifahrer, wie man sieht. Ist halt aber auch echt eine Umgewöhnung. Das kann man nicht vergleichen. Das ist auf Lenkrad genauso gut, wie es so gut ist wie mit Controller. Das kann man einfach nicht vergleichen. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist aber, glaube ich, von Lenker zu Controller, also dieser Umstieg ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Als jetzt von Controller zu Lenkrad. Ich meine, ich werde jetzt nicht ausschließlich mit Lenkrad fahren, das auf jeden Fall nicht. Zum Beispiel die letzten Drag Races, oder auch die Folgen werde ich alle mit Controller aufnehmen. Weil da finde ich, bringt es nicht wirklich, mit Lenkrad zu fahren, da habe ich halt nicht viel von. Ist halt nur geradeaus, ne? War doch mit Controller fahren. Da habe ich auch sowieso jetzt noch wegen der Gewöhnung halt mega Gefühl an Gas. Für den besseren Start. So. Ja, Bremse und gleich ins Ziel fahren. Als erster natürlich. Tja, KI, where are you? Where are you now? War easy. Also wird schon wieder easy. Ich habe natürlich die gleichen angenommen wie vorhin. Oder die gleichen Bedingungen. Und schon wieder sind zwei BMWs hinter mir. Das war beim letzten Mal genauso. Vor ca. 15 bis 20 Minuten. Ja, und jetzt nehme ich auch gerade wirklich auf. Ich habe nochmal geguckt, die Aufnahme, die läuft sogar tatsächlich. Aber mir ist dieser Fehler schon ziemlich häufig passiert. Vor allem auch im Let's Play habe ich die Folge teilweise komplett aufgenommen. Da gucke ich halt auf die Aufnahme, die läuft ja gar nicht. Ich habe mich da so geärgert, das glaubt ihr gar nicht. Das ist mir echt schon, das ist mir locker schon 10 Mal passiert. Das wird auch wahrscheinlich weiterhin passieren. Oh, wir könnten direkt das, wir machen direkt mal das Rennen hier, ne? So, ist ja quasi um die Ecke, ja. Das sind 395 Meter, ja, das ist ja nichts. Was ich aber jetzt schon mal machen kann, ich gehe nämlich in die Einstellung, auf Schwierigkeit, mach wieder auf Experte. Die Reifen habe ich sonst eigentlich alle gleich gelassen. Hätte die KI nicht ganz so stark gemacht. So, da bin ich auch schon. Nordstadt-Rundstrecke, die fahre ich sehr gerne. Kann man halt auch echt viel Zeit verlieren, aber auch sehr viel Zeit gut machen. Vor allem die KI, die ist ja meistens nicht so gut drauf. Was ich dann hoffentlich ausnutzen kann. Horizon Meisterschaft. Wieder schöne BMWs. Finde ich der schönste mein Jahr. Ich finde die Felgen hammer nice. Könnten auch so BMW-Felgen sein, finde ich. Mal Gas hier, Renault, ey. Ist der auch ein Jaguar? Ich weiß gar nicht. Einfach das Prinzip Renault sagen. So, die Kurve hier ist assi. Kann man echt viel Zeit verlieren. Ich glaube, ein 3 erreicht. Perfekt. Ja, den habe ich noch. Jawohl, das war eigentlich ganz gut. Alter, ne? So, ciao. Kommt ziemlich gut voran, würde ich mal sagen. Geh bremsen, das war scheiße. Komplett verkackt. Oh, hat er nicht genommen. Ja, das war ja doch fast. Haben doch nur 100 cm gefehlt. Ja, das hat aber golden. Gehalten? Keine Ahnung, wie das heißt. Vergangenheit von gelten. Hallo, mein Freund. Schöner BMW. Das war leider mein erster Platz, mein Freundchen. Nicht deiner. War schon mal was zum 959, da werden wir heute natürlich nicht fahren. Bin ihn ja schon mal gefahren. Dann will ich einfach die Folge in der Endcard und auch dann wahrscheinlich in der Beschreibung verlinken, wo wir diesen Wagen gefahren sind.
Nochmal fahren, das bringt's halt nicht. Wozu denn? Ich hab's ja schon mal gemacht. Könnt ihr auch einfach die Folge angucken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Naja, es war schon. Na, wohl war ein bisschen besser. Du kannst halt diese Kurven, da kannst du die so eng nehmen. Du verlierst da quasi nicht viel Geschwindigkeit. Wenn du die wirklich richtig gut nimmst, kannst du halt auch wirklich mega, mega viel Zeit gut machen. Oder halt, wenn du es nicht schaffst. Ja, Forza, ey, mein Gott. Oder halt mega, mega viel Zeit verlieren. Sagt der Gang. Die Kurve mag ich auch sehr. Auch noch schön ja, quasi die Strecke ausnutzen. So wie ich gerade. Also da dann aber am besten nicht gegen Häuser fahren, weil das kann böse enden. Nicht nur im Spiel. Oh Gott, Alter. Der hat Kurvenlage. Scheiße. Nein. Ich habe Y gedrückt statt X. Ich weiß nicht, wieso, aber auf dem Lenkrad ist Sicht wechseln auf Y und zurückspulen auf X. Ich weiß nicht, warum das auch so gelassen wurde wie im Spiel. So. Jetzt wieder richtig. Es ist halt in der Cockpit-Ansicht tausendmal geiler mit Lenkrad als mit Controller. Wieder meine besagte Kurve, die ich einfach auch liebe. Das war scheiße. Naja. Aber Rundenzeit, ich glaube, unter einer Minute ist auf B-Klasse auf jeden Fall machbar. Wollte jetzt nicht, denke ich mal, nicht jetzt mit Lenkrad und dem Wagen. Ich nicht die beste Kombination. Weil es kein wirklich sehr sportliches Auto. Ist halt eher ein Wagen zum Cruisen. Für dich zumindest. Ja, schlechte Rundenzeit, ey. Warum hat eine 1,5er Zeit oder 1,6er? Das war ja richtig scheiße. Aber hat trotzdem gewonnen. Wenn es kein schöner Sieg war. Naja. Haben dafür 40 Punkte, 8 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir können im nächsten Rennen. Wie viel da werden? Fünfter? 16? 14? Ne, Vierter wird, glaube ich, sogar reichen, ne? Um safe Erster zu werden. Vorausgesetzt, der jetzige Zweite in der Meisterschaft wird dann Erster. So, Wheels win. Wir können so einen alten Mazda gewinnen, der mir nicht gefällt. Deswegen nehme ich lieber ein Geld. Und das hat sich sogar gereimt. Auf ins dritte Rennen. So. Wieder ein Sprintrennen. Ja, am Starter geht, ne? Dank dem Allrad. So, Laden braucht da, glaube ich, 5 Sekunden nach 100 oder so, aber ganz ehrlich, für so ein Auto. Ich glaube nicht, dass das so lange dauert, 5 Sekunden. Das dauert, glaube ich, nicht ganz so lange. Ich würde eher so sagen, 4,5. Das ist aus dem reinen Bauchgefühl. Aber nicht jetzt, ich glaube 5,1 oder 5,2 stehen da. Finde ich doch ein bisschen viel. So. Das muss eine Corvette sein. Das war eine Corvette. Ja, ich nehme aktuell die Kurven eigentlich mal so verkehrt. Ich finde man ja auch für Goliath lang. So. Okay. Vor allem haben wir ein AMC, glaube ich. Das ist ein Gremlin. Aber das ist auf jeden Fall aus dem letzten DLC, glaube ich. Oh, das tut mir leid. Aber nee, kein AMC. Nicht blöd. Sieht jetzt aber eher nach Nissan aus, nach Felly Z. Ist auf jeden Fall ein AMC. Ja, wer kennt ihn nicht? Den Nissan, nee. AMC Fair Lady X. Ist die Kooperation zwischen Nissan und AMC. Weltbekannt ist natürlich. Rum, 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 rum. Naja. Also enge Kurven mag der gar nicht. Kein Vierter. Was ist da los? Gott, ey. Wow, wow. Okay, das war knapp.
Das war mega knapp. Komm. Podium ist drin, aber natürlich wäre ein erster Platz noch schöner. Aber gerade ich hole extremst auf. Oh. Geht doch. Das wird mein Sieg, Bitches. Tragen ist halt göttlich. Auf B-Klasse ist, glaube ich, auch echt nicht schlecht. Der geht halt ab wie die Luzi, ne? Er hat auch genug Leistung. Komm rum. Jawohl, es sah noch halbwegs stilvoll aus. Aber noch halbwegs. Und zwei BMWs sind bei mir, war zu erwarten. Der makellose 60 Punkte, also gefällt mir das auf jeden Fall. Und der Erfolg, jawohl, der ist er. Haben 1,9% der Spieler bisher. Wir haben erhalten einen wunderschönen Porsche 959, also das Auto. Oder die Folge mit dem Forza werde ich euch verlinken. Sowohl in der Beschreibung als auch in der Endcard. Na, da war ein bisschen wenig EP, fand ich jetzt, ne? Nicht mal 10.000. Echt billig. Bei diesem tollen Gefahrenschild müssen wir jetzt 3 Sterne erreichen. Was ist da für besser geeignet als der Centenario? Ich weiß ihn eigentlich jedes Mal, aber er ist halt wirklich eine Allzweckwaffe. Du kannst ihn eigentlich für alles benutzen. Bestimmt sogar für Driften. Das lässt sich alle, ne? Ein Centenario vollgetuned mit einem Lenkrad-Neuling. Und 3 Sterne ist, glaube ich, auch schon ziemlich hart damit. Wenn es jetzt nicht klappen sollte, in ein paar Versuchen werde ich es dann halt mit Controller machen. So, reicht Anlauf von hier eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Also, so, wir drehen mal um. Gott, ey. Der Weg verpiss dich. Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß trotzdem mal. Ja, man kann auch erstmal schön daneben fahren. Das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, das zu schaffen. Ja, oder gegen das andere Geländer fahren. Das ist auch sehr toll. Und vor allem auch sehr stabil. Ach du Scheiße. Hat nicht gereicht. Wir brauchen, glaube ich, 137 Meter. Knapp verfehlt. Aber das ist, glaube ich, sogar machbar eigentlich. Ja, und dagegen fahren ist, wie gesagt, sehr, sehr toll. Eines der Highlights in diesem Video. Dass ich hier irgendwo gegenfahre oder vorbeifahre. Das kann ich nämlich sehr, sehr gut. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Aua! Tut voll weh. Okay, ich schaff's nicht. So, also werde ich es mit Controller machen. So, wieder zurückspulen. Nein, das wollte ich nicht. Ah, genau, wieder zurückspulen. So. Ich will auch noch mal ein bisschen querfeld einfahren. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Anlauf. Um noch gute 30 Meter mehr zu schaffen. Schauen wir mal hier an. Irgendwo wohnt der Controller jetzt so. Ja, das habe ich wunderbar gemacht. Den kann man wohl nicht umfahren. Was mache ich denn da für einen Scheiß? Das ist nicht euer Ernst, ne? 131, das ist ja also 6 Meter, ne? Also das ist ja wohl... Das ist eine Frechheit. Machen wir jetzt vielleicht? Aua, das tut voll weh. Ja, aber das schaffe ich so auf jeden Fall. Nicht Baum, nicht Baum, nicht Baum, nicht Baum, nicht Baum.
Ich muss wirklich perfekt gerade springen, dann schaffe ich das auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, war nicht ganz perfekt gerade. Nicht Baum, nicht Baum. Mann, ey. Wer hat diesen Baum da angestellt? Der ist völlig im Weg. Ja, der ist. Das haben die Ingenieure da oder die Leute da, die Leute lang gemacht haben. Haben die nicht bedacht, dass die Leute lang springen wollen? Dieser Baum stellt eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Nein, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht überschlagen. Ja, ich bin Mr. Kompetenz. So, jetzt bitte, komm. Bitte, bitte, bitte. Es müsste gereicht haben. Vielleicht sogar noch ein Rekord, oder? Jawohl, meine Bestleistung. Easy, 3 Sterne. Ja, super easy. Natürlich nach erst 95 Versuchen mit Controller. Aber geschafft ist geschafft. Wir haben alles geschafft. Ich freue mich. So, 150.000 Credits. Ich würde sagen, na, ein bisschen wenig. Könnten auch 150. Ja, 100. Ja, statt 150, 150.000 Credits. Ist auf jeden Fall richtig sinnvoll. Nein. Ich kann auch gerne so 1 Million nach dem Fortsetzung geben. So erreichen sie 1 Stern beim so und so Blitzer. Das ist schon schwer. Also aber mit irgendeinem richtig scheiß Auto, mit Misetta. Und erreichen sie hier bei diesem Gefahrenschild mit Misetta 3 Sterne. Dann kriegen sie 1 Million. Ich würde das probieren auf jeden Fall. Das ist zwar sehr komplett scheiße, aber was soll das schon schief gehen, ja? Ist doch ein Misetta. Fühlt sich doch mega gut, wie jeder weiß. Wir haben alles geschafft, natürlich dank meiner Kompetenz. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Würde ich sagen.